entscheiden. Wenn ich schon vom Grabbeltisch kaufen soll, kann ich nicht dann das kaufen, was ich will? Hier, mein Schätzchen, hier ist das Make-up, das du wolltest. Du bist der Beste. Hal, was soll das? Wir hatten doch gesagt, wir kaufen das nicht. Naja, sie hat noch mal gefragt und mir gesagt, du wärst damit einverstanden. Tja, und dann sind dir die Tränen in die Augen geschossen. Ich konnte einfach nicht. Mallory, wie konntest du das nur tun? Keine Sorge, Mom, ich schmink mich damit nicht zu Hause. Da willst du doch die Hübscheste sein. Mallory, ich glaube, wir sind alle ein wenig gestresst. Warum besprechen wir das nicht in Ruhe zu Hause, wenn wir uns gegenseitig unsere Sachen vorführen? Ja, das ist eine tolle Idee, Mom. Bis dahin sind nämlich auch die Nebenwirkungen von ihren Diätpillen wieder verflogen. Diätpillen? Die sind für meinen Stoffwechsel, okay? Und ich verbrenne nun mal keine Kalorien, indem ich jeden Abend mit einem anderen Jungen unten am Fluss schlafe. Ich dachte, dass du mit deiner Band unterwegs wärst. Sie ist in keiner Band. Halt die Klappe, Hühnerbrust, du weißt doch gar nicht. Dass du schwanger bist, weiß ich. Nein, sie lügt. Das ist doch lächerlich. Ich bin nicht schwanger, weil ich weiß, dass Sex schlecht ist und unmoralisch und auch witzig und... Nein, da... Du hast doch keine Ahnung. Könnt ihr denn nicht... Lass das gefälligst sein. Mit Mädchen hat man es doch leichter. Nein, Mom, mit dir ist es leichter. Wir können dir vormachen, was wir wollen. Wir sind Mädchen. Wir wissen genau, was du denkst. Und wir haben keine Skrupel, das auszunutzen. Mom, Dad, hi. Francis, was willst du denn hier? Ich dachte, du bist auf dem College. Ich hab's abgebrochen, aber keine Sorge, ich arbeite jetzt. Und zwar in so einer Striptease-Bar am Sägewerk. Mit dem Trinkgeld kann ich die Miete für den Wohnwagen zahlen und auch das Bier für meinen Mann. Hey, nicht trödeln, in einer halben Stunde fängt der Hahnenkampf an und du wolltest noch die Käfige aus meinem Pickup holen. Wissen Sie, Sie könnten ein bisschen höflicher mit meiner Lass Tochter... Lass ihn gefälligst in Ruhe! Du hast noch keinen meiner Ehemänner gemocht. Du hast immer versucht, ein Keil zwischen uns zu treiben. Deswegen hasse ich dich. Seitdem du abgenommen hast, ist echt gar nichts mehr gut genug für dich. Du bist doch der Allerschlechteste. Du bist der Allerschlechteste. So etwas tun Mädchen nicht. Die sind viel netter. Mädchen sind einfach besser. Du begreifst überhaupt nichts. Was denkst du, wieso wir so geworden sind? Ich hätte das mal lieber Kindergarten. Du bist aber auch nicht. Du bist aber auch nicht.